Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge des FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Wir starten heute in die Episode, in dem wir unser erstes DFB-Pokalspiel diese Saison haben. Letzte Saison waren wir halbwegs erfolgreich, aber sind auch nicht mega weit gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Mal wollen wir mal sehen, ja, so als Aufsteiger hat man ja immer so ein bisschen Ambition, um zumindest was im Pokal zu reißen. Und unser Gegner, Arminia Bielefeld, ja, hat auch jetzt vermuten lassen, dass wir da durchaus was reißen können. Ihr seht an meiner Aufstellung, ich habe auch einfach mal komplett durchgewechselt, mal ein paar Spielern aus der zweiten Reihe ein bisschen Spielzeit gegeben, einfach aus Fitnessproblemen und auch einfach, um denen mal ein bisschen Spielpraxis zu geben. Erste Chance, Philipp Scheider an Hesel im Tor. Der Arminia. Nächste Chance gehört auch wieder uns und dann diesmal ist es Mike Franz und auch der Ball geht knapp vorbei. Ihr seht, wir waren sehr dominant. Kerk Freistoß in der Mitte, dann Julien, der heute mal ran durfte. Aber auch der Ball ist nicht drin. Damit gehörten die erste Halbzeit also komplett uns. Arminia, zweite Halbzeit dann das erste Mal vom Tor, aber dieser Kopfball wird geblockt und am Ende kein Problem für Klant im Tor. Nächste Gelegenheit dann Bielefeld und die war richtig groß. Da war eine Menge drin. Da hatten wir Glück, dass Klant gut reagiert und ihr seht schon, wir mussten in die Verlängerung. Es passierte nicht so viel. Erste Halbzeit gehört uns, zweite der Arminia und jetzt Verlängerung und was passiert jetzt hier? Klos mit dem Lupfer und bumm. Ja, Verlängerung. Behrendt trifft per Wundervolley, also unglaubliches Tor hier von der Arminia und der Jubel passt dazu natürlich auch sehr, sehr gut. Arminia heimstark, das weiß man ja, zumindest im Pokal, ne? Und ja, da habe ich mich ein bisschen überrumpeln lassen. Hier der Lupfer und da sieht meine Abwehr nicht gut aus, aber der Abschluss ist natürlich auch klasse. Und ja, ich musste jetzt alles tun, um hier wieder zurückzukommen. Leroy Sané eingewechselt mittlerweile, hat die Chance und was eine Parade von Hesel, auch wenn der Schuss natürlich total beschissen war. Und ja, damit sind unsere großen Pokalträume, die ich am Anfang dieser Episode noch groß angekündigt habe, auch schon wieder dahin. Wir fliegen raus in der ersten oder zweiten Runde des DFB-Pokals. Kommt darauf an, wann wir einsteigen mussten. Hab nicht geguckt, ob es erste oder zweite war. Auf jeden Fall sind wir direkt wieder raus aus dem Pokal. Bielefeld schlägt uns und wir haben volle Konzentration auf die Bundesliga, wenn man so will. Denn das ist natürlich unsere Hauptaufgabe, hier nicht direkt wieder abzusteigen und uns möglichst gut zu etablieren, um dann irgendwie mal die Grundlage für ein richtig starkes Team zu, ja, machen, gestalten, packen, wie auch immer. Gegen Gladbach war unsere nächste Partie in Gladbach und Martinia durfte sich gleich auszeichnen. Selbiges gilt dann aber auch für Jan Sommer. Also zwei gute Torparaden hier zu Beginn. Ja, Gladbach hatte den Ball und ich hatte die Chancen. So kann man diese Partie bis zu diesem Zeitpunkt nennen. Und jetzt ganz seltsame Szene. Günther tankt sich hier irgendwie durch, scheitert an Sommer und läuft dann mit dem Ball ins Aus. Ganz, ganz, ganz komische Situation. Am Ende ist der Ball nicht drin. Stattdessen, ja, immer wieder wir mit den Chancen. Griffo, Moses Simon mit dem Fallrückzieher. Das wäre natürlich das Tor des Jahres gewesen. Aber der Ball geht nicht rein. Dann hier Griffo. Und er setzt sich gegen Korb durch. Einmal. Er setzt sich gegen Korb durch. Zweimal. Und das war wirklich ganz wichtig. Dann hier noch das dritte Mal. Und dann kommt der gefährliche Ball in die Mitte. Der Ball landet bei Moses Simon. Und Halbzeitpfiff, wir sind in Führung. Wichtiger Treffer. Und ja, konnte Gladbach vor der Halbzeit nochmal zurückschlagen, weil jetzt natürlich die Frage, Stindl mit dem versuchten Spielaufbau. Und dann der krasse Fehler von Christensen. Wieder ist Simon durch und Simon mit dem Doppelpack innerhalb von einer Minute. Also krasser Fehler in der Abwehr da bei Gladbach und plötzlich waren wir hier 2:0 in Gladbach in Führung. Ja, Gladbach wurde jetzt natürlich deutlich offensiver, warf alles nach vorne, wollte diesen Anschlusstreffer erzwingen. Und ja, so ist es dann Mats Müller-Dehli mit einer Weltklasse-Aktion. Setzt sich hier durch gegen 2-3 und dann dieser Rabona und der geht schon fast rein. Sommer pariert. Und in der Mitte ist es Vincenzo de Griffo, der zum 3:0 tritt. Aber was für eine Aktion von Mats Müller-Dehli. Ja, ich weiß nicht, wie der so gefährlich kommen konnte. Er wäre natürlich nie reingegangen. Sommer lenkt ihn ab und dann ist es einfach wieder nicht gut verteidigt. Und Griffo trifft zum 3:0 in Gladbach. Ist natürlich ein sensationelles Ergebnis. Raphael macht es dann aber wieder spannend. Nur noch 3:1 nach der Ecke. Aber ihr seht, wir sind schon in der Nachspielzeit und es passiert tatsächlich nichts mehr. Stattdessen nochmal Dehli, nochmal die Flanke.
Ecke und diesmal Petersen in der Mitte, der die große Chance vergibt. Sei es drum, am Ende gehen wir 3:1, vor allem halt dank dem Doppelschlag von Simon kurz vor der Pause. Der hat uns wirklich natürlich, ja, auf die Siegerspur gebracht. Und so siegen wir also 3:1 in Gladbach. Big, big, big win auf jeden Fall. Ein bisschen Training nebenbei natürlich. Und ihr seht schon, Sané zieht hier langsam aber sicher allen davon in der Wertung, in der Gesamtbewertung. Und ja, ansonsten gucken wir mal kurz hier in den Mannschaftsbericht rein und sehen, ja, die ganz großen Entwicklungen stehen bisher noch aus. Gaudino plus 2 ist natürlich sehr schön. Ansonsten, ja, noch Simon plus 2 und dann last but not least natürlich, ja, die gute alte Leroy Sané schon auf 76 jetzt plus 3. Und den haben wir gerade mal gekauft vor ein paar Wochen, wenn man so will. Weigel, leider zurzeit der verletzt, aber trotzdem auch eins unserer Top-Talente. Und ja, also bei den meisten geht's langsam aber sicher wieder voran. Und Leroy Sané scheint wirklich unser ganz, ganz großer Transfer gewesen zu sein. Wenn man bedenkt, dass er jetzt schon unser, ja, technisch bester Spieler fast ist, den wir von der Wertung her im Team bei uns finden. Okay, mein Stuhl knatscht wieder. Das hatte ich eigentlich gehofft, dass es nicht mehr so ist. Wer erinnert sich? Lange her, da hat mein Stuhl richtig laut geknatscht, weil es so ein Alter war. Ist ja auch egal. Ja, ich dachte mir auf jeden Fall, wir müssen die Saison ein bisschen vorantreiben. Ich möchte ein bisschen mehr als immer nur diese 2-3 Spiele pro Episode schaffen. Also müssen wir natürlich auch ein bisschen simulieren. Wir kriegen dafür gleich mal direkt die Quittung und verlieren eiskalt 3:0 zu Hause gegen Leverkusen. Ja, gegen Leverkusen darf man natürlich verlieren. Deswegen ist das nicht so wild, aber trotzdem ein bisschen schade. Und dann passiert natürlich das, was ich gehofft habe, dass nicht so früh passiert. Und zwar jetzt kommen natürlich meine ganzen Spieler und sagen mir, ey, Kollege, wir haben uns so sehr gesteigert, wir hätten gerne ein bisschen mehr Geld. Und der erste ist dann auch gleich Mats Müller-Deli. Der ist natürlich einer unserer höchst bewertesten Spieler zusammen mit Petersen und Sané zurzeit. Und deswegen hat er sich ja auch verdient, aber trotzdem große Wertsteigerung hier für ihn. Und er ist nicht mal mehr zufrieden mit der Rolle wichtiger Stammspieler. Er möchte gern essentieller Stammspieler sein, weil er natürlich auch weiß, dass Sané jetzt doch schon ganz schön in seinem Nacken sitzt um die Stammpositionen auf dieser Position. Eventuell werde ich in Betracht ziehen, vielleicht unsere Formation ein bisschen abzuändern. Ich habe da schon ein, zwei Ideen, aber dazu müssten ja wahrscheinlich auch ein paar Spieler weichen aus unserem Team. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Zurzeit bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Team, auch wenn Sané zurzeit noch keine Position der SNF findet. Dann übrigens gewinnen wir auch mal ganz casual 1:0 auswärts in Wolfsburg, wo ich wieder simuliere. Also ja, simulieren hat auch durchaus seine Vorteile. Dann sind nehmen wir weiter, 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 immer weiter geht's zu Hause gegen Köln und auch hier springt ein 1:0 Sieg raus, also 2 Siege in Folge durch Simulation, das lässt sich doch auf jeden Fall sehen. Stattdessen und nebenbei Leroy Sané geht auf die 77 zu. Also ja, sehr, sehr schön. Ah, dann habe ich nochmal simuliert, weil ich dachte, alle guten Dinge sind 3. Ja, ja, nicht ganz. Verlieren 2:0 in Dortmund. Das war natürlich jetzt weniger gut. Ja, Leroy Sané mittlerweile mal eben auf 77 angestiegen. Simon auf 76 natürlich auch sehr schön. Und Weigel wird die 76 auch erreichen. Und ja, also eine Menge Simulation, ein bisschen Spielen und vor allem ein Simon, ein Sané, der unser bestwerteter Spieler ist. Wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Und dann hören wir uns euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.